Widerspruch habe ich nie herausfinden können. Keine Frau ist in meinen Augen aufrichtig, die das höchste Glück allein in der Mutterrolle sieht. Die Rolle im Swimmingpool war glänzend. Und ich sagte zu, die gesamte französische Presse hat mich allein unter allen Mitwirkenden überragend gefunden. Von da an konnte ich endlich die Rollen spielen, nach denen ich mich immer so gesehnt hatte. Ich fühlte mich so wohl und glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Ich wollte immer ein Weltstar werden. Aber ich bin es nicht geworden. Ich habe nie ein Meisterwerk zustande gebracht. An meinen Regisseur. Wenn du was von mir willst, dann setz deinen Arsch gefälligst selbst in Bewegung und schick nicht deine Assistentin. Kannst dich langsam daran gewöhnen, dass Frauen nicht eure Laufburschen sind. Und du, Fabio Testi, grinst mich nicht so an, du seltsamer Vogel. Bist auch nicht besser als all die anderen Männer. Putz dir erstmal die Zähne und rasier dich, bevor du mit mir eine Liebesszene drehen willst. Ich hab mich nachher bei ihm entschuldigt. Ich bin sicher, dass mich die Apo nie als Sissi akzeptieren würde. Aber im Swimmingpool werden sie mich mögen. Wenn ich 50 bin und Claude Sauté will mich wieder für einen Film haben, verlebt wie ich dann bin, dann werde ich zu ihm gehen. Das ist eine Liebeserklärung. Ne? Ich muss wieder nach Quiberon zum Abnehmen. Sehr geehrter Herr Böll, ich möchte Ihnen so viel sagen, aber ich kann nicht sprechen. Nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ich bin ein sehr stummer Mensch. Wenn ich den Mund auftue, fange ich an zu schreien. Bin ich wirklich jemand für Sie, den man ohne Antwort lässt? Also unkenntlich oder ohne Kenntnis? Bin ich das? Scheißdreck eben! Verzeihen Sie, Ihre Romy Schneider. Ich habe den Brief nie abgeschickt. Ich kann mich nicht mehr sehen. Was gebe ich den Menschen schon? Außer Sissi. Immer wieder Sissi. Franz, Sissi, Franz, Sissi, Franz, Sissi. Picknick mit Sissi auf einem kahlen Felsen, bis ihr zahnlos seid. Picknickerfüße, mit denen ihr nicht weit gekommen seid. Auf dem Fleck geblieben. Polierte Schuhe als Gemütsverfassung. Aber ihr könnt einpacken mit dem alten Zeug, weil die Jungen zum Glück einen Lachkrampf kriegen, wenn sie den Mist sehen. Ihr begreift doch gar nicht, dass es noch Menschen gibt, die nicht nur daran denken, möglichst viel zu verdienen und möglichst schnell Karriere zu machen und möglichst so zu leben, wie ihr lebt. Endlich passiert mal was in diesem Muffland. Endlich ist mal was los und ihr wollt nur eure scheiß Ordnung aufrechterhalten, eure Alte. Das habe ich einmal zu Harrys Verlegerfreund Springer gesagt, auf Sylt 68. Harry und ich haben die Springers dort besucht. Wir wollten Urlaub machen. Urlaub? Alles war anstrengend dort. Der kilometerlange Marsch durch die Dünen, die Schlepperei der Badesachen, der Wind. Und schwimmen konnte man nicht, weil es lebensgefährlich war und das Wasser war eisig. Und in jeder Welle hing ein nackter Arsch und aus jeder Düne hopste dir ein nackter Mensch entgegen, den du auf keinen Fall nackt sehen wolltest. Schrecklich! Und was die zusammengerettet haben, über die APO und die Studentenbewegung und Willy Brandt. Das alles mit nacktem Hintern im Strandkorb. Aber meinen Hintern
Haben Sie da nicht reingekriegt. Ich bin abgehauen. Nachdem Harry zu mir sagte, ich soll über Politik den Mund halten und erst mal die Tageszeitung lesen, bevor ich für Willy Brandt schwärme. Und das vor all den anderen Heinis. Harry hat immer gebremst. Harry sagte immer, ich komme nicht mit, wenn du drehst. Das langweilt mich zu Tode. Ich kann da nicht sitzen und meine Frau anschauen, wenn sie Filme dreht. Einmal ist er aber doch mitgekommen, zu Swimmingpool. Ich ertrag's auch nicht, wenn einer dauernd herumsitzt und glotzt und auf jede Flirterei aufpasst. Die Lust am Flirten ist ungebrochen. Das hab ich vom Vater. Harry stand immer neben mir und sagte, du bist zu impulsiv. Du bist zu emotional. Du machst alles falsch. Die dumme Urschel vom Film. Ich habe ja keine richtige Schulbildung. Das war der Anfang vom Ende. Schon morgens hätte ich den Kerl an die Wand picken können. Er wollte immer Professor Higgins sein, nur war ich keine Fair Lady. Er hat mir nichts beigebracht, überhaupt nichts. Wir ließen uns scheiden. David war damals 8 Jahre alt und lebte von da an mit mir in Paris. Dafür, dass er mir David überließ, wollte Harry mein ganzes Geld haben. Ich hatte ja schon viel Geld für Männer ausgegeben, aber dass einer alles wollte, das war neu. Ich bin die blödeste und großzügigste Kuh von Europa. Liebste Mama, mehr Erfolg kann man kaum haben, was Beruf betrifft. Mein Privatleben ist gleich null. Ruf dich morgen Sonntag an. Wie immer, deine Rosemarie. Etwas traurig, etwas allein. Männer. Ach, Männer. Und dieses ganze Theater nur wegen dem Ding, das sie da unten hängen haben. Und nur weil wir seit tausenden von Jahren glauben, dass wir es unbedingt brauchen. Dabei brauchen wir es doch eigentlich gar nicht. Wenn man es richtig bedenkt, geht ja auch anders. Just give me one good reason. Ich mochte alle Rollen, die ganz scheußlich waren. Trio Infernal zum Beispiel, das war gut. Da sieht man mich in einer Szene, wie ich mich selbst befriedige. Das kann ich nicht, dachte ich. Aber der Regisseur sagte zu mir, stell dir vor, du bist allein in deinem Badezimmer. Und ich sagte, na gut. Aber schick wenigstens ein paar Leute raus. In Deutschland war mein guter Ruf nach diesem Film endgültig dahin. Die Deutschen mögen mich nicht als femme fatale. Sie mögen mich nicht so sexy. Ich hab nichts gegen die Deutschen. Wenn man mir ein gutes Drehbuch anbietet, dann drehe ich auch in der Bundesrepublik. Aber was ich auch mache, in Deutschland wird man es mir ankreiden. Ich finde das zum Kotzen. Fait trop de mal dans le pays, tout est bien. Eh bien, on part.
Das meiste, was über mich geschrieben wird, sind Lügen. Lügen von dummen, unfähigen Journalisten. Was ich auch sage, ist falsch oder wird falsch zitiert. Ich sage ganz einfach nur dauernd, was ich mir denke. Vielleicht sollte ich überhaupt den Mund halten. Ha! An mein ach so gesprächiges Mütterchen. Diese Schweine, denen du auf den Leim gehst. Wenn du dir doch eine gewisse Qualitätspresse aussuchen würdest. Aber Bild, Springer und Burda dürften nicht ins Haus gelassen werden. Ich habe Besseres und Gescheiteres zu tun, als über den Unsinn, den Quatsch nachzudenken, den du mit dieser absoluten Dreckpresse machst. Ich kenne jedes Wort auswendig von euch. Aus euren Köpfen. Was ihr redet, denkt über mich. Gut soll sie ja sein in Paris. So klingt das doch, oder nicht? Modern ist sie eben. Ich weiß nicht, wie ich bin. Vielleicht bin ich sogar etwas bürgerlich, aber nicht spießig, kleinlich, engstirnig. Und ob sie dem Michel Piccoli in der Badezimmerszene echt an den Schwanz gegangen ist? Sicherlich. Ich brauche euch nicht, ihr Ehemänner. Euer Gesäusel von der ach so tollen Schauspielerin, wenn ihr gleich nach der Arbeit heim zu euren Mamis geht und euch nicht ans Telefon getraut, sondern den Anrufbeantworter schickt. Ich brauche auch keine alten Märchen mehr vom Eheglück. Die schon gar nicht. Ein Trauschein, das ist nichts als ein Fetzen Papier. Warum mache ich das eigentlich hier mit euch? Warum sitze ich eigentlich hier mit euch herum? Ist doch alles nur Scheiße, was hier abläuft. Ich bitte um Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Just give me one good reason to go on living, to keep on trying. For what? I ask you, for what? Man muss sich mal wieder verlieben. Ich brauche Stärke. Einen Mann, der mich gewaltsam in die Knie zwingt. Aber bisher bin ich immer nur auf Schwäche gestoßen. Mich müsste ein Stärkerer in die Hand nehmen, mich zurechtbiegen, mich bis in die Knochen zerstören. Aber gibt es so einen Mann? Schöne Wöpasetre und Palatschinken, Kivir weg am Waschlappen. Wir Frauen müssen endlich diese Mischung aus Angst, Schwäche, Aggressivität und Hass in den Griff kriegen. Autrement, au rest d'une Palatschinken. Immer wenn ich mit einem Mann glücklich war, dachte ich, halt diesen Augenblick fest. Leb ihn ganz. Denn morgen ist es vorbei. Und du wirst die Zeche für dein Glück bezahlen müssen. Ich hab bezahlt. Den höchsten Preis. Immer. Mein kleiner David. Von Tag zu Tag wird der Junge frecher. Er tanzt nach Beatles-Platten, immer nach derselben Melodie. Harry und ich können die Musik schon gar nicht mehr hören. Dann sagt das Kind Nervensäge zu uns, wie Kinder das in dem Alter sagen. Nervensäge. Warum ist alles so teuer? Für alles muss man immer so viel bezahlen.
Diese verdammte Scheißpresse, die mich kaputt macht. Ich habe zu viele Filme gemacht. Ich bin 58 Filme alt. Mein Leben hat im Kino stattgefunden. Meine größte Sorge war immer, plötzlich aufwachen und total leer sein. Nichts mehr geben können, weil man schon alles gegeben hat. Ich war immer wie ein Schwamm, den man bis auf den letzten Tropfen ausquetschte. Niemals durfte ich mich wie ein Mensch benehmen. Immer hackte man auf mir herum. Ich liebe meine Arbeit. Sie ist meine Passion. Aber ich bin es leid, immer wieder andere Frauen zu sein. Ich will mich endlich ausruhen können. Liebes Tagebuch. Schade, dass Mami nie zu den Theateraufführungen ins Internat kommen kann, um mich zu sehen. Die Eltern von den anderen sind immer da. Ich war fast 5 Jahre im Internat. Meine Mutter hat mich 2-mal besucht. Vater kein einziges Mal. Einmal im Monat durften wir nach Hause fahren. Ich nicht. Ich musste meistens allein im Kloster bleiben. Als ich mit den Sissi-Filmen berühmt geworden war, habe ich den Nonnen einen Fernseher geschenkt. Sie haben dankbar angenommen. Mein Bild in der Schülergalerie haben sie allerdings umgedreht, nachdem ich zum ersten Mal nackt in einem Film zu sehen war. Und als ich mich öffentlich zu einem Schwangerschaftsabbruch bekannt habe, haben sie es ganz von der Wand genommen. Ich weiß nicht, was sie mit dem Fernseher gemacht haben. Jeder soll mich lieb haben. Deshalb will ich eine berühmte Schauspielerin werden. Ich muss auf jeden Fall einmal eine Schauspielerin werden. Ja, ich muss. Gestern haben sie mich wieder ins Badezimmer gesperrt, weil ich mich weigerte, ihn Daddy zu nennen. Wenn ich so hoch springen könnte, dann würde ich glatt an die Decke hopsen vor Freude. Ich filme. Ich filme. Ich hasse diese Flughafenempfänge. Die Tür geht auf, du stehst an der Rolltreppe und hinter dir steht Mami und flüstert dir ins Ohr: Lächle, lächle jetzt. Wenn ich doch nur mehr essen könnte. Aber Mami bremst und sagt, ich bin zu dick. Tagelang lebe ich von Orangensaft. Lieber Gott, wie wird es sein, wenn ich mich einmal verliebe? Wo werde ich mich verlieben? Ach, da wird dann meine schönste Zeit beginnen. Wenn einen viele Männer lieben. Aber nur fesche Männer, schöne Männer. Andere will ich ja nicht. Nur fesche, schöne. Daniel war auch sehr schön. Nein.
Liebe auf den ersten Blick war es nicht, wirklich nicht. Er erinnerte mich so sehr an Alain Delon. Er hatte denselben unabhängigen, harten Charakter und den gleichen Charme und Humor. Und er konnte sehr zärtlich sein. Der Altersunterschied von 9 Jahren störte mich nicht, im Gegenteil. Ich fühlte mich durch ihn wieder jünger. Hauptsache ist jetzt Daniel Biasini. Ich bin sicher, dass ich nie jemanden mehr geliebt habe als ihn. Ich wünsche mir ein zweites Kind. Ich bin bald 37 Jahre alt und es wird Zeit, David einen kleinen Bruder oder eine Schwester zu schenken. Alle Schatten sind verschwunden. Die Schatten der Männer, die mir sagten, dass sie mich lieben und die mir in Wirklichkeit nichts gegeben haben. Die Schatten der Neurosen, die mich gezwungen haben, Pillen zu schlucken, um sie zu überwinden und um meinen Kopf frei zu haben für die Arbeit. Ich fühle mich so wohl und glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Offenbar konnte mich niemand so lieben wie Daniel. Nach unserer Scheidung mehr um ihn kümmern müssen. Ich bin so glücklich. Ich habe ein Mädchen bekommen. Es wird Sarah Magdalena heißen. Daniel ist weg. Er hat mich verlassen. Ehe im Arsch. Es ist genug. Das ist die Scheidung. Nein, ich zahle keinen mehr aus. Der hat sich lang genug bedient. Ich werde versuchen, mich zu wehren. Ich muss das endlich lernen. Ich werde Sarah behalten und ich lasse mir nicht mehr wehtun. Le Père de Sarah, Daniel Biasini. Gestern sagte mir meine 4-jährige